Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Sammlerecke. Comics und Romane. Europas größte Comic-Auswahl in Esslingen bei Stuttgart. Drei kleine und sehr unterschiedliche Bände sind in der Reihe Die Unheimlichen erschienen, die Isabel Kreitz herausgibt. Aber wenn die international bekannte deutsche Zeichnerin Kreitz sich des Genres Gruselliteratur annimmt, dann kann man davon ausgehen, dass die Vorlagen zu den Schauergeschichten der Graphic Novels keine Schundheftchen sind. Kreitz hat zwar ein stilsicheres Faible für morbide Themen der 20er bis 40er Jahre, weiß aber auch dem Geist der Jetztzeit Leben einzuhauchen. Wie den angejahrten Berliner Party-People, die schon alles kennen, aber nichts verstanden haben, in der Erzählung von Sarah Kahn. Was trägt man denn heute so? Leider lugt das Arschgeweih von damals aus der Hose und die Gier, immer noch etwas zu verpassen, lässt die abgehalfterten Techno-Jünger der späten 80er einen verstorbenen Partylöwen ausgraben und zu neuem Leben erwecken. Diese Geschichte wollte sich die Zeichnerin nicht entgehen lassen. Während Nicolas Mahler in der ersten Prosa-Erzählung von Elfriede Jelinek, Der Fremde, aus den späten 60er Jahren, mit seinem typisch reduzierten Stil an Nosferatu erinnert, der dem Filmpublikum mehr als 40 Jahre zuvor Gänsehaut verpasst hatte. Am vielleicht seltsamsten wirkt Berenice nach einer Vorlage von Edgar Allan Poe, dessen beinahe wortloser Manga-Stil den Schriftsteller des 19. Jahrhunderts sicherlich zum Grübeln gebracht hätte. Lukas Jüliger fällt mit seiner zeichnerischen Erzählung eigentlich fast aus dem Gruselgenre raus, denn seine Darstellung eines übersexualisierten, aber völlig aseptischen, einsamen Lebens mit deutlich japanischen Anleihen ist am Ende der blanke Horror. Ja, Freunde, ich werde, und Freundin, ich werde Abonnentin. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass im November von Barbara Jelin, wie hieß es, das Wassergespenst von Harrowby Hall kommt. Ich bin eh ein Fan von Isabel Kreitz, die so vielschichtig auch ist. Und das finde ich eine geniale Idee. Ich liebe das Format. Ich kannte jetzt kein Original, ne? Ich kenne also weder den Fremden von Jelinek oder der Fremde oder was, den Nachfolgern im Nachtleben auch nicht. Und Barry Nicey habe ich gegoogelt. Es wird Barry Nicey wie Very Spicy ausgesprochen. Weil es vom Amerikaner ist, von Edgar Allan Poe. Jetzt habe ich aber früher viel Poe gelesen. Auch in der Schule mussten wir das auch lesen. Und ich bin jetzt nun der größte Nicolas Mahler-Fan der Welt. Das wissen viele von meinen Freunden bekannt. Das ist so unterschiedlich und das ist so großartig. Super facettenreich. Und dieses Format halt und einfach so kleine Gruselhäppchen, ich finde das genial, wenn ich das sagen darf. Und bei Der Fremde habe ich auch wieder so gelacht, ne, Maler. Aber am beeindruckendsten war ich von diesem Barry Nicey. Ich kenne diese Originalgeschichte gar nicht, die war mir nicht bekannt. Ich habe die danach gegoogelt und habe auch ein bisschen die Geschichte gelesen. Das ist ja irgendwie da die schwindsüchtige Cousine und wir sind in einem völlig anderen Jahrhundert. Und dann überträgt er das wirklich auf diese Mangaka-Situation. Oder du weißt da besser, was von zu erzählen. Ich war auch ganz fasziniert, weil es fängt an mit: Mein erster Kuss kam von Hatsune Miku. Das ist diese nette Dame hier aus der Serie Vocaloid, die seit vielen Jahren bei den Manga- und Anime-Fans total angesagt ist. Und es kommt noch mehr in der Richtung vor. Also er hat es wirklich geschafft, dieses Thema auf die heutige Computer-, Online-, Social-Media- und eben auch hier Manga-Fanwelt sozusagen zu übertragen. Und das ganz toll, weil ich fand die auch super, das stärkste von den drei Bändern. Ich finde das Konzept auch interessant. Ich finde auch alle drei Bände unglaublich unterschiedlich. Ich finde sie auch unterschiedlich gut. Und ich bin auch bei dir, dass dies hier der stärkste ist. Toll, wie er diese Geschichte erzählt, wo man richtig mitgeht, obwohl man zum Beispiel die beiden Hauptfiguren eigentlich nie sieht. Weder ihn selbst, der die Geschichte erzählt, noch das Mädchen, von dem er erzählt. Und das ja, wie eben bei der Poe-Geschichte auch sozusagen, dann zerfällt oder eine Krise durchmacht und selbstmordgefährdet ist. Sehr beeindruckend und sehr bewegend, das Ganze. Also das war wirklich so ein kleines Bändchen mit einer Art, die Geschichte zu erzählen, die Wirkung hinterlässt.
Absolut. Ich war auch völlig fertig hier am Ende mit den Zähnen. Und dann habe ich ja tatsächlich die Geschichte nachgegoogelt, die Original-Poe-Geschichte, und es ist genau. ja wirklich da auch drin. Ne? Ja. Wie durchgeknallte Kacke ist das denn? Also es hat ja auch den doppelten Effekt, dass man sich am Ende denkt, hör mal, da lese ich vielleicht auch mal das Original, oder? Muss man unbedingt machen, und, ja. Ja, es ist so unterschiedlich. Ich mag jetzt gar nicht so gerne eine Hitparade machen, aber trotzdem ist das für mich auch am genialsten, durch diese komplette Und dann ist das wieder brüllen komisch. Und das ist natürlich auch toll, Jelinek und Mahler, zwei Österreicher, mit ihrem sehr hochintelligenten und speziellen Humor. Und jetzt kommt mein Aber. Weil, sag's bitte. Ich habe gerade erfahren, du bist ein großer Fan von Nicolas Mahler. Ja. Und ganz viele Leute verehren und lieben den, finden den genial. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich komme da einfach nicht mit. Ich habe jetzt auch wieder in der Comic-Szene zum Beispiel Wert geschrieben zu diesem Band vom Jahrhundertkünstler, vom Begnadeten, vom Comic-Papst. Unterschrieben. Der in seinem begnadeten, reduzierten Strich, und für mich, sorry, jetzt wird es vielleicht auch peinlich, aber ich muss es jetzt sagen, sind diese Männchen, die er malt mit diesen riesigen Nasen, die sind nicht genial reduziert, die sind für mich einfach nur reduziert. Ich finde diesen ganzen Strich, ich kann mit dem Zeichenstil von Mahler nichts anfangen. Ja, und ich erkenne die Genialität darin tatsächlich. Ja, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid für dich. Ja, hast du Alte Meister gelesen? Den noch nicht. Ja, dann lies den einfach okay, mal. Okay, dann reden wir erst dann weiter. Pass auf, fang mit dem mal an. Und dann denk nochmal drüber nach. Okay, weil alles, was ich bisher gesehen habe, ich sage euch, liegt das an mir, weil alle sind begeistert. Liegt an dir. Ja. Offensichtlich. Ja, tut mir leid. Nee, es tut mir leid, es liegt an dir. Also ich habe ja mit Flaschko angefangen, lustigerweise haben wir das letztes Jahr auf die Bühne gebracht. Ja, ich weiß, mit mir ich als weiß. Mutter Flaschko. Das ist auch wirklich so brüllenkomisch. Ich hab auch das gefeiert. Und dann habe ich die Alten Meister gelesen und dann, ich weiß jetzt, ich kann es jetzt nicht alles aufzählen, ist auch die sechste Stunde. Aber alles ist wirklich, wirklich genial. Was ich so super finde, da ist nicht nur die Figuren, wie die dargestellt sind, sondern dass das Ganze auch noch typografisch so aufgearbeitet ist, dass die das Panels damit leben, und es ist einfach nur. Darf ich dir kurz zu Hilfe kommen? Ich bin auch kein Fan. Ich finde das total toll, dass jemand sowas macht. Ich bin kein Fan davon, würde ich nur sagen. Was ich aber gut finde, ist die Idee, und die Idee dieser ganzen Reihe, zu sagen, wir nehmen jetzt einen Künstler, der sich die Geschichte eines anderen Künstlers, und da passt das natürlich, es gibt einen Clash, es ist wie eine Coverversion, es ist wie wenn Johnny Cash einen Song von Nine Inch Nails covert, das hätte in die Hose gehen können, es ist aber genial geworden. Und dieses Wagnis ist ja ein Experiment, das ist auch mit Poe. Ich bin auch ein riesen Poe-Fan, kannte die Geschichte auch nicht, und dieser Manga ist zum Beispiel was, da kann ich von den dreien am wenigsten was mit anfangen, weil ich kein Manga-Fan bin. Aber trotzdem sehe ich, ich weiß, das Genre ist existent, das gibt es. Also ganz kurz, darf ich kurz einklatschen, weil ich kann wirklich wirklich Mangas, die Menschen wissen, dass es gibt. Es gibt einen Ausdruck sogar Hellergate, weil ich bei dem Max und Moritz Preisverleihung gesagt habe, ach, Mangas sehen wieder alle aus wie Bill Kaulitz. Also Mangas ist überhaupt nicht so. Ja. Ne, deswegen hassen die mich und deswegen muss immer Christian Gasser jetzt die Mangas besprechen, die nominiert sind, weil ich mich da gar nicht mehr rantraue. So, das heißt, ich bin wirklich... Aber trotzdem Ich hab da wirklich nichts mit am Arsch. Ja, ja. Und das hat einen dermaßen Sog auf mich ausgeübt, durch diese Einsamkeit nämlich, die da so aus allen Ritzen spritzt, durch diese grünliche Einfärbung und dieses frustrierende Internet und japanische gebrauchte Höschen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber man weiß ja, die haben die Automaten. Der Japaner an sich strengt mich an. Und das kommt so brillant rüber, dass ich, die ich weder Mangas mag, noch Barry Nicey kenne, völlig fasziniert von diesem Band war, tatsächlich. Das wird toll. Ich muss sagen, dass der andere Band, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, über den Berliner Band, den fand ich, den habe ich total geliebt. Den fand ich total. Da hätte ich mir allerdings ein anderes Format gewünscht, weil ich habe jetzt Gleitsicht und
Leute, das ist wirklich, also das ist, es ist mir fast ein bisschen zu klein und zu detailliert, aber ich freue mich, dass es diese Serie gibt. Mir muss nicht jeder Band gefallen, nicht jedes Experiment, nee. Was man macht, ja. muss funktionieren, dafür sind Experimente da so. Und ich glaube, das ist diese Serie. Diese Serie ist ein total gewagtes Experiment und man kann sich wirklich nur darauf freuen, auf das, was da noch kommt. Absolut. Ja. Und ich möchte gerne von Ralf König noch eine Poe-Geschichte haben. Oh, eine Telltale Heart von Ralf König und in das jedem Panel nur diese irren... Das diese wird dann irren. The Telltale Dick wahrscheinlich bei Ralf. Ich möchte mal ganz kurz, auch wenn ich Volker Rohrbrand wahrscheinlich in dieser Minute nicht mehr überzeugen kann, weil du sagst, was soll das mit dem Stil und reduziert. Bitte lass mich dir nur hier diese beiden Panels, die beiden Seiten aufgeklappt. Ich finde übrigens, dass es in diesem Buch mit dem Text auch ganz gut funktioniert. Immerhin, also ich fand das da auch nicht, ja, also für das, was ich bisher von Maler gesehen habe, funktioniert es hier ganz gut. Also grad, aber ansonsten... Du siehst die geniale Kunst, wie die beiden, wie der mit dem, wie sich das, obwohl das der Berg ist. Also ich fand das ziemlich gruselig. Ja, ja und es ist irre gruselig. Es ist krank. Es ist der gruseligste Band von allen, genau. Weil der dieses reduziert übrigens. Ich möchte mal ganz kurz darüber sprechen. Nee, das liest du ja einmal in den Kritiken. Reduzierter Strich. Für mich gibt es keinen reduzierten Strich. Das ist ja auch eine Entscheidung. Und das ist wie, ich sag jetzt mal, wie abstrakte Kunst. Also durch die manchmal fast Gegenständlichkeit der Figuren oder der kommst du ja ganz anders ans Denken wie bei einem Rembrandt oder bei einem impressionistischen Bild, wo du alles siehst. Das ist die Kunst, dass durch dieses Reduzierte, was ich nicht so nennen will, du auf ganz andere Gedankenwege kommst und auf ganz andere Erkenntnisprozesse. Es ist fast wie Punk. Ja, es ist so, wenn man könnte sagen, ach, das kann ich aber auch, so einen Klecks so, dahin machen. Und danke, das kann ich aber auch. Und es ist eben nicht. So. So, und das ist eben, das ist, ja, das, was du sagst, das ist eine Kunstform. Und zwei Kunstformen treffen aufeinander. Literatur und Comic treffen aufeinander. Ja. Wie ich finde, eine der schönsten Sachen, die passieren kann. Ja. Auf eine sehr gewagte Art und Weise. Ja. Und darüber sollte man sich freuen. Und sollte man dankbar sein, dass ein Verlag sagt, das machen wir jetzt. Ja, absolut. Also ich fand das ziemlich beängstigend. Das ist echt scary. Creepy und eerie. Dann noch mal bei dem Kreizmann einmal, den du ja am besten fandst. Ja. Ich finde das auch ganz sehr amüsant mit dieser Berliner Schickeria und diesen Eitelkeiten und so. Aber den wiederum fand ich nicht unheimlich. Auch nicht, wenn sie den Alten da ausbuddeln. Das fand ich auch überhaupt nicht unheimlich. Wenn die nicht, Leiche. Also das nur das Einzige, ich fand es nett, aber das, also unheimlich war der Band für mich nicht. Da war also in der Tat der Fremde. Ja, absolut. Das ist mehr so eine Genre-Geschichte einfach. Das ist mehr so eine Kiez-Geschichte. Das ist sehr typisch Berlin und nicht jede Poe-Story ist gleich gruselig, kann man auch nicht sagen. Also ich habe in einer Kritik gelesen und dem kann ich nur zustimmen, dass diese Vorlage von dieser Sarah Kahn nicht der große Glücksgriff war. Also ich hätte mir ehrlich gesagt bei Isabel Kreiz künstlerischem Vermögen wirklich auch lieber eine andere Geschichte gewünscht, ob ich die jetzt kenne oder nicht kenne. Aber hier diese Hipster, die da irgendwie noch einen alten Party-Idioten ausgraben. Aber trotzdem, Isabel Kreiz ist immer, egal was ich von der in die Finger kriege, ich bin immer glücklich bei Isabel Kreiz. Ist so. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.